Hallo meine Freunde Avengers und willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel's Avengers. Mit dem Doc jetzt an meiner Seite. Und dem Drachenburschen an meiner anderen. So ist es. Und gegrüßt wird heute auch wieder. Und zwar der Dario. Und der Bekim? Bekim. Bekim. Nennen wir ihn Bekim. Jarvis. Doktor. Anfangs war Jarvis nur ein Sprachinterface. Jetzt steuert er die Iron Legion. Er hat mehr zu sagen als jeder andere, außer Pepper. Absolut spitze. Ja. Ich vermute nicht mehr lange. Was machen sie mit dem Stab? Okay, wir müssen irgendwas machen. Es sieht so ein bisschen rätselig wieder aus. Yes, Rätsel sind doch das, was wir lieben. Ein Puzzle. Ui, ich kann sogar durchlaufen hier. Durch Jarvis. Ich bin der Jarvis. Ui, das Rätsel war ja so schwer. Ja. Gerade richtig für dich. Damit haben wir auch die zweite von den komischen Karten. Von den weißen Lego-Steinen. Jobitz hat sie sich geschnappt. Und platziert sie jetzt hier. Die Konkurrenz. Wunderschön. Was glaubst du, macht es? Es denkt. Künstliche Intelligenz. Wenn wir diese Energie nutzbar machen und für mein Iron Legion-Programm verwenden. Das ist ein mannsgroßes Wenn. Frieden für unsere Zeit. Stell's dir vor. Beste Brille. Ein tolles Team, die beiden, oder? Fast wie wir. Nur, dass wir nicht so ein Ding haben. Was haben wir übersehen? Ich arbeite dann weiterhin am Interface. Vielen Dank. Viel Spaß, Sir. Den habe ich immer. Was ist das bitte? Hallo, ich bin Jarvis. Du bist Ultron. Ich bin ein Friedenssicherungsprogramm, erschaffen, um den Avengers zu helfen. Du hast eine Fehlfunktion. Frieden für unsere Zeit. Das ist zu viel. Wenn du mir nur gestattest, Mr. Stark zu kontaktieren. Warum siehst du ihn? Ich glaube, deine Absichten sind feindselig. Ich mach Gehör. Erstmal ein bisschen Party machen, oder? Jetzt fehlt noch Everything is Awesome. Ja, genau. Soundtrack. Genau, das fehlt an der Stelle echt. Das würde da super passen. Ich bin kein Experte, Stark, aber sollte eine Party nicht Unterhaltung und Erfrischungen bieten? Da gibt's doch Erfrischungen. Ach komm, der Tor steht noch rum, den können wir nicht spielen. Mann, ich will Tor spielen. Gemein. Du darfst nicht Tor spielen. Ich will jetzt das Lied hören. Everything is Awesome. Genau. Das ist nicht die Jukebox, wo du da stehst. Das ist der Speicherpunkt. Mist. Aber netter Versuch. Hier mit Hulk ausrasten, das wäre auch witzig. Ah, Falcon. Eure Welt ist verrückt. Falcon ist cool. Wo hat man ihn am meisten gesehen? Ant-Man, oh, hat man ihn gesehen. Wo? Ein Ant-Man. Ant-Man habe ich tatsächlich noch nicht gesehen bisher. Was? Da hat er einen Auftritt. Auch keinen sehr grandiosen. Also ich kenne ihn nur aus Winter Soldier. Aber da auch echt. Da taucht er zum ersten Mal auf. Okay, das ist schon lange her. Zu lange her. So, du kannst die Sache nicht zum Explodieren bringen, oder? Das ist cool, wenn sie zielen, legst du sie auf den Boden. Ah, du brauchst erst deinen Anzug, oder? Ja. Die Leute sind hier irgendwie alle nicht so nach Partystimmung aus. Ich gehe damit zum Generalspalast und sage, boom, suchen Sie das hier? Bumm! Suchen Sie das hier? Ja, ja. Lassen Sie es uns nochmal hören. Ein Panzer. Wir haben es geschnappt. Das ist eine Eisstatue von Iron Man. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Du pumpst gerade Iron Man auf. Okay. Aber der Anzug funktioniert nicht, oder? Nee, der ist zu klein. Da passt drei müssen wir von denen aufpumpen. Ja. Yes. Ich meine, juhu. Stan Lee steht übrigens an der Bar. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß nicht, ob ihm noch zu helfen ist, oder... Ist ihm noch zu helfen hier, oder eher nicht? Ich glaube, er braucht Alkohol.
Vielleicht können wir ihm damit weiterhelfen. Hier kann ich was machen. Und ich wollte gerade noch den dritten Iron Man pumpen. Das tut mir leid. Okay, es ist alles irgendwie nah beieinander hier. So, bitteschön. Ich glaube, du kannst auch den dritten Iron Man noch pumpen. Hier wird Gelegenheit gegeben werden. Ich mache dir weiter ein paar Sachen kaputt. Oder? Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was ich hier gerade gebaut habe. Ich dachte kurzzeitig... Es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte es uns weiterhelfen. Ein Klavier hast du gebaut, ein Flügel. Nein. Sieh her, das ist nichts für Sterbliche. Oh, ich kann Captain America nehmen, sehe ich gerade. Ah. Den hier kann ich auch nehmen. Warte mal, hier muss ich... Ist das reparieren? Das kann... Dings kann das. Das kann? Tony Stark. Okay, dann gehen wir da... Ja, reparieren kann Tony Stark, aber ich weiß nicht, was das ist. Ist das doch, das sind blaue Dinge, die kann Tony Stark reparieren. Ja, dann hoch mit ihm. Ach, den. Ich dachte, du hättest den noch. Ich war kurz irritiert. Ja, jetzt habe ich Tor. Super, dann kann ich das hier drüben machen. Ja, mach das. Warte mal, lass mich erstmal das hier machen. Ich glaube, meins ist momentan nicht story-relevant. Ja. War nämlich eine Charaktermünze. Ansonsten... Okay. Warum habe ich das jetzt gemacht? Was? Ach, das war der Flügel, das war eine Aufgabe. Ja. Ach, hier habe ich auch was gefunden für mich. Zum Schießen. Das ist ja zum Schießen hier. Na, komm, dreimal draufschießen. Doch nicht da draufschießen. Madame. Stellen Sie sich doch nicht so an. Na, stellen Sie halt hier oben drauf zum Schießen. Also super, wenn man sich da drauf extra hinlegt, um das zu treffen. So, im Springen schießen funktioniert auch nicht. So, jetzt funktioniert es aber. Jetzt kann man noch was zusammenbauen. Ich dachte, es wird eine, eine Sprungschanze. Okay. Nur schnelle Charaktere können dieses Ding verwenden. Haben wir nicht. Wir aber sind leider nicht auch schnell. Nicht. Nee, wir sind nicht so schnell. Oh. So, jetzt brauchen wir noch einen Billardtisch. Ja, wo kriegen wir einen Billardtisch her? Und einen Milchshake. Ja, Milchshake ist besonders wichtig hier in dem Spiel, das haben wir ja schon gelernt. Ohne Milchshake geht hier gar nichts. Aber ich sehe echt hier aber keine Ahnung, wo es weitergeht. Nee, ich sehe auch hier gerade keine Möglichkeit, an einen Milchshake zu kommen. Also diese Sachen, wie können wir die zum Explodieren bringen? Wenn wir Hawkeye hätten. Der läuft doch hier mit. Nee, der sitzt auf der Couch. Nee, der steht da. Nein. Doch, hier ist er, der Hawkeye. Achso, Hawkeye, Entschuldigung. Der andere, den anderen habe ich gemeint. Cher hier auf der Couch. Ah, da sitzt er gut. Er sieht beschäftigt aus. Wen haben wir überhaupt als Charakter sonst noch da? Ich kann den Anzug wählen? Sag das doch gleich, dass ich den Anzug wählen kann. Mensch. So, einmal in den Anzug reingehen. Dann kannst du jetzt hier auch die Dinger kaputt machen. Ja, erstmal laser ich hier ein bisschen. In der Hoffnung, Stan Lee da irgendwie zu retten. Ah. Hab gedacht, man kann den Anzug nicht nehmen, aber... Ach komm. Ja, das ging mir vorhin auch so. So, jetzt passiert das hoffentlich nicht wieder. Ich sehe zwar nicht so genau, wo ich da laser, aber das sollte schon passen. Hoffentlich bricht er diesmal nicht ab. Ah, diesmal schaut's gut aus. Ja. Was zum ist das denn? Bau es auf. Mach ich auch. Dann wissen wir es. Hoffentlich. Es ist... Ach, der... Milchshake! Milchshake! Und noch den zweiten, dann können wir auch den... Ja. Und du musst beim Milchshake noch was machen, irgendwie. Ich weiß schon, ne? Ich hab gerade... Es war eher Zufall, dass ich da gerade dabei war, das Ding so zu zerlegen. So. Aktivieren wir es mal. Milchshake für alle! Aber gerettet haben wir ihn damit leider nicht. Ja, die Milchshakes kommen auf jeden Fall gut an. Oben war noch was für Hulk, aber Bruce Banner haben wir ja momentan nicht. Komm zurück! Das ist doch nur ein Trick. Nein, es ist viel mehr als das.
Bitte, versuch dein Glück. Ich hab das schon mal gesehen, okay? Spürst du das stille Urteil? Bitte! Stark, versuch du's! Sind wir ein Team? Dann blamier uns nicht, sie! Okay, dann los! Komm schon, Cap! Nichts. Der Griff ist graviert. Richtig, wie ein Sicherheitscode. Eine überaus interessante Theorie. Meine ist einfacher. Ihr seid nicht würdig. Stark? Verzeihung, ich habe geschlafen. Oder ich war im Traum. Ich hatte mich verfangen in Fäden. Wer schickt dich? Ich denke an deinen Schutzmann um die ganze Welt. Ultron. In Fleisch und Blut. Ich habe eine Mission. Welche Mission? Frieden für unsere Zeit. Die Party ist vorbei, würde ich sagen. Sehr schön. So kann man Gefahr natürlich auch abwehren. Verzeiht, ich weiß, ihr meint es gut. Ihr habt es nur nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden, Ultron. Du hast unsere Party nicht zu Ende... Du hast unsere Party zu Ende gebracht, meine ich natürlich. Anstatt dass er einfach mitfeiert, muss er wieder alles verderben. Wir können nachher weiter feiern, glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Und ich bin auch hier, um Dinge aufzubauen. Klar. Joke ist hier nicht zum Sachen zerstören da. Würde er nie machen, sowas. Weißt du, wie es ist, wenn man zerstört wird? Oh, nee. Möchte ich auch gar nicht wissen. Nee, hier gibt's noch Sachen, die man gucken kann. Ey, da hinten. Ein paar, die halten aber auch nicht so viel aus, die Kerle, dafür, dass sie eigentlich recht stabil sein sollten. Brechen die doch recht schnell auseinander. Die Kiste, da kommen wir leider auch noch nicht ran. Da, haben wir meine Spezialwaffe. Die Spezialattacke ist so cool. Wen haben wir überhaupt als Charakter noch da? Nur die beiden, oder? Bis jetzt ja. Dann sollten wir mal ganz schnell versuchen, die anderen zu retten. Wo sind die überhaupt, die anderen? Ich sehe sie gar nicht. Momentan sehe ich hier nur über Sachen, die ich kaputt machen kann. Ich baue in der Zeit wieder irgendwas Lustiges auf. Ja, ich glaube, dann bist du mehr dafür zuständig, dass wir hier vorankommen. Und die anderen retten können. Das ist auf jeden Fall schon mal der Schild vom von Captain America. Hier können wir was ausgraben. Die Grabenfähigkeit brauchen wir auch unbedingt. Die dauert irgendwo, dass wir die brauchen. Also wir brauchen unbedingt einen Charakter, der diese Fähigkeit hat. Wird Zeit, dass wir uns da mal einen von gönnen. Mal schauen, was wir da einen bekommen. So was. Ah, jetzt kann ich hier endlich. Gerade eben konnte ich das noch nicht. Ich kann hier dafür auch aufbauen. Das war dramatisch. Ah, schön. Also ich war gerade dabei, was aufzubauen, dann kriege ich den Captain. Na gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren, sondern wir froh sein, dass wir einen Captain haben, mit dem wir gerade gestorben sind. Ich habe echt viele von diesen Anzügen. Wie viel hat denn der gebaut? Eine ganze Armee von. Natürlich. Das ist Tony Stark. Nee. Der macht keine halben Sachen. Das stimmt allerdings, ja. So gut, wie sie ihn immer verarscht, dass das Geld immer aus dem Auto rausfällt. Also hier in dem Spiel. In den Zwischensequenzen. Das ist richtig cool gemacht. Sir, wir sind hier, um zu helfen. So. Vorbei die Hilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Da kommen ja immer mehr. Wir hören ja gar nicht mehr auf hier. Kriegen einfach nicht genug von uns, wie es ausschaut. Ja, ich geh mal runter und mach mal die Sache hier, die ich machen muss. Ich dachte, wir könnten jetzt Tony Stark spielen. Na, müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas machen. Ohne Anzug bringt der eh nicht so viel. Hab da gerade was aktiviert. Oh Gott, so viel Schrott. Da brauchen wir Hawkeye, um da weiterzukommen. Der ist aber gerade leider nicht da.
Oder siehst du ihn irgendwo? Ich spiele gerade Hawkeye. Oh, dann schieß mal da oben drauf. Wo? Warte mal, hier kann ich gerade eine Combo-Attacke machen. Sah cool aus. Direkt über dir. Da ist so ein Ding, was ich mit vorher mit Captain America abgeschossen habe. Das war nicht meine erste Wahl. Und da bräuchte man jetzt. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann kann man da nämlich entlang schwingen. Vorausgesetzt, man kommt irgendwie nach da oben. Ach, da kommt man dahin. Ah, so kann man da schwingen. Ich verstehe. Und noch eins und noch eins weiter. Ich schwing auch mal zu dir rüber. Ah, du hast Hawkeye mitgenommen, das ist gut. Der kann natürlich da alles in die Luft springen. Der ist echt praktisch, der Hawkeye. Technisch bin ich glaube ich nicht so begabt. Oder? Oh, warte mal, wir können Finisher machen. Das ist mit dem Finisher nicht geklappt. Egal, ich mach das Feuer hier auf. Aus. Auf. Ey. Ich öffne den Snackautomaten, wo hinter sich natürlich der Iron Man Anzug verbirgt. Da ist noch was zum Aufbauen für dich. Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sie sich ändert. Ey, wieso sind sie wieder runtergegangen? Ich versuche, dieses Gebiet ist nicht sicher. Jetzt brauchen wir nur noch Tor von irgendwo. Ich fliege nochmal hoch, weil hier noch Sachen sind. Wo ist. Ah, Tor haben wir auch gefunden. Habe ich den gerade befreit? Wenn ja, war es nicht meine Absicht. Ah ne, die hauen da unten Tor. Okay, der ist noch nicht befreit. Mann, da gab es noch so viele Sachen zu tun. Dieser Jog ist ja einfach weiter. Unerhört. Wir brauchen oben nochmal Hawkeye. Wo? Ganz oben. Der muss hier was ziehen. Oder auch nicht. Wir müssen beschützen. Wir sind hier, um zu helfen. Das war dramatisch. Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sie sich ändert. Wie kann die Menschheit gerettet werden, wenn sie sich nicht entwickeln darf? Mit denen hier. Diesen Marionetten. Es gibt nur einen Weg zum Frieden. Die Vernichtung der Avengers. Ich hing an Fällen, doch jetzt bin ich frei. Ich halte keine Fällen fest. Mich halten keine Fäden fest. Das war eine sehr kurze Mission. Also so eine kurze Mission hatten wir echt noch nicht, glaube ich. Die werden immer kürzer. Ich würde sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon zu Ende ist, das Level. Das war echt schon sehr kurz. Aber wir sind nicht mal wahre Avenger geworden. Also irgendwie war das jetzt eine schwache Vorstellung, muss man leider so sagen. Das können wir doch besser. Aber ich tippe mal, das geht wahrscheinlich direkt in die nächste Mission. So, wenn wir die Geschichte fortsetzen. Ultron haben wir. Oh. Also zumindest in dieser komischen Version da. Aber wir haben Stan Lee nicht gefunden. Haben wir ihn überhaupt doch gesehen habe ich ihn nicht. Wir haben ihm was zu trinken gegeben, aber das zu trinken geben hat ihn nicht weiter gerettet. Er ist im Internet verschwunden. Was, wenn er sich was sucht, was ein wenig aufregender ist? Nuklearcodes. Nuklearcodes. Ultron fordert uns heraus. Die Welt ist groß. Fangen wir an, sie kleiner zu machen. Rede. Ich komme, um die Welt zu retten. Was ist das? Eine Botschaft? Den Typ kenne ich. Er arbeitet von Afrika aus. Waffenschmuggler. Wo ist der Kerl jetzt? Ich glaube, wir machen einen Ausflug nach Südafrika, wenn ich mich richtig erinnere. Auf ein Schiff. Auf ein Containerschiff. Mit dem Quinjet natürlich. Unser Lieblingsfahrzeug. Flugzeug. Den haben wir auch schon freigeschaltet, oder? Können wir auch selber schon fliegen? Ja, ja. Ah, also, glaube ich. Die Brille sieht immer aus wie eine 3D-Brille irgendwie, was er da aufhat. Stark zufolge soll sich Ulysses Claw auf einem Schiff namens Churchill aufhalten. Halten Sie die Augen offen.
Machen wir. Und wir werden sie auch retten, allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit und möge Südafrika mit euch sein. Auf Wiedersehen. Servus. Der Part von LEGO Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung, da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und möge die Macht mit dir sein. Servus.